Unicorn! Existiert eine neue böse Kraft im Universum. Ein Monsterplanet, der alles auf seinem Weg durch das All verschlingt. Er ist auf dem Weg zu dem kleinen Planeten Cybertron, auf dem zwei Völker einer einzigartigen Rasse von Transformer-Robotern gegeneinander Krieg führen. Es ist ein Krieg zwischen Gut und Böse, der schon seit Millionen von Jahren tobt. Die bösartigen Decepticon-Transformers unter der Führung des besessenen Megatron haben sich geschworen, ihre Feinde, die Autobots, zu vernichten. Um ihr Ziel zu erreichen, haben sie sie erbarmungslos durch die Galaxis verfolgt. Vom Planeten Cybertron zum Planeten Erde und wieder zurück. Aber die tapferen Autobot-Transformers und ihr mutiger Anführer Optimus Prime geben den Kampf gegen das Böse nicht auf. Wir schreiben das Jahr 2005. Die heimtückischen Decepticons haben Cybertron, den Heimatplaneten der Autobots, erobert. Doch in ihren geheimen Stützpunkten auf zwei Cybertron-Monden bereiten sich die Autobots darauf vor, ihre Heimat zurückzuerobern. Melde dich bei mir. Prime! Jedes Mal, wenn ich einen Monitor sehe, fangen meine Stromkreise an zu schmoren. Wann werden wir den Decepticons unsere Niederlage endlich heimzahlen? Du begibst dich sofort auf den Planeten Erde nach Autobot City. Aber Prime! Hör zu, Ironhide. Wir haben noch nicht genug Energonwürfel, um einen wirkungsvollen Angriff zu starten. Mach das Shuttle-Start klar! Eure Tage sind gezählt, Decepticons! Was sagt das Sicherheitssystem? Keine Anzeichen von Decepticons. Und auf der Mondbasis 2? Yes, an Mondbasis 2! Yes, an Mondbasis 2! Hier, Bumblebee und Spike. Wir wollen euch das Shuttle raufschicken. Habt ihr irgendwelche Decepticons vor euch gesichtet? Nein, die Luft ist rein. Hey, Ironhide, sag meinem Sohn Daniel, dass ich ihn vermisse. Und sag ihm, dass ich nach Hause komme, sobald wir Megatron und seine Bande endgültig aus unserer Galaxis vertrieben haben. Ich werde es ihm ausrichten, Spike. Cliffjumper, starte den Countdown. 5, 4, 3, 2, 1, Start! Alles, was wir jetzt noch brauchen, ist etwas Energon und sehr viel Glück. Laserbeak ist auf dem Rückflug, Megatron. Willkommen, Laserbeak.
Im Gegensatz zu einigen meiner anderen Krieger hast du mich bisher nie im Stich gelassen. Soundwave, spiel Laserbeaks Aufzeichnungen ab. Wie du befiehlst, großer Megatron. Du begibst dich sofort auf den Planeten Erde nach Autobot City. Aber Prime! Hör zu, Ironhide. Wir haben noch nicht genug Energonwürfel, um einen wirkungsvollen Angriff zu starten. Mach das Shuttle-Start klar. Alles, was wir jetzt noch brauchen, ist etwas Energon und sehr viel Glück. Mehr Glück, als du glaubst, Optimus Prime. Wir sterben, Autobots! Die Mission war fast schon zu einfach, Starscream. Ja, viel zu einfach, mächtiger Megatron. Schwieriger wird es, die wahre Bedrohung anzugreifen. Die Mondbasis der Autobots. Du bist wirklich dämlich, Starscream. Wenn wir in ihrem eigenen Shuttle an ihrem Frühwarnsystem vorbeischlüpfen und dann Autobot City zerstören, dann werden die Autobots ein für alle Mal besiegt sein. Nein! So ein hirnrissiges Heldengetue. Die Fische beißen heute gut, was, Daniel? Ich glaub schon. Hey, was ist los? Ach, das kann ich dir auch nicht genau sagen. Na komm schon, raus mit der Sprache. Ich glaube, ich vermisse meinen Dad. Keine Angst, er wird bald wieder hier sein. Oh, hey, ich hab einen! Hey, sieh doch mal, wie groß er ist! Und ob, das ist ein Mordskerl. Hot Rod, das Shuttle kommt! Ich will sehen, wie es landet! So schnell kann sich die Laune verbessern. Beeil dich, sonst verpassen wir es! Sometimes when your hopes have all been shattered, you still will return. Schon fahren willst, Daniel? Dann aber richtig! Halt doch mal an, Hot Rod! Warum sollen wir uns mit so wenig zufrieden geben, wenn wir vom Aussichtsberg alles ganz genau sehen können? Ein bisschen mehr nach links. Ja, noch ein bisschen mehr. Pflege! Na, warte, dich werde ich zur Raison bringen. Hot Rod, sieh mal, da ist ein Riesenloch im Shuttle. Was? Die Decepticons. Dieser Idiot da oben. Zum Angriff! Daniel! Ah! Jetzt bist du geliefert, Autobot! Yeah!
Hilfe einen alten Hasen. Alter Hase? Du wirst niemals so alt, wenn du nicht sofort wieder in die Stadt fährst. Später, Kerl! Jetzt wird's aber höchste Zeit. Alpha Magnus, eine kurze Beurteilung der Fähigkeiten der Decepticons deutet auf eine klare taktische Unzulänglichkeit unsererseits hin. Mit anderen Worten, Perceptor, wir sind zu wenige. Springer, Dude RC transformiert Orbital City. Perceptor, sagt Blaster, er soll von Prime Verstärkung anfordern. Was ist mit mir? Wie kann ich helfen? Sag mir, wie kann ich helfen? Sag mir, wie? Blur, du hilfst mir, die anderen zu warnen. Ist schon erledigt. Niemand kann die anderen schneller warnen als ich. Niemand. Komm schon, Hassi, die Zeit drängt. Aber Hot Rod und Cap sind noch außerhalb der Stadt. Wir können nicht mehr warten. Sie müssen für sich selbst sorgen, komm schon. Trotzdem ist es für meine Elektronen ein bisschen schwer verdaulich. Die Insektikons sind uns im Weg. Falsch! Sie helfen uns rein! Yeah! Jetzt reicht's mir, euch werde ich schon zeigen. Hey, Perceptor, wie steht's um unsere Festung? Blaster, Magnus will, dass du Kontakt mit Optimus Prime auf Mondbasis 1 aufnimmst. Okay, pass auf deine Rezeptoren auf. Optimus Prime, hier ist Blaster. Die Decepticons bombardieren Autobot City. Ihr habt ganz schön was abbekommen. Keine Ahnung, wie lange wir das noch durchhalten können. Soundwave, störe die Übertragung. Rumble, Frenzy, Ravage, Rapid, ausscheiden. Operation Funkstörung. Optimus Prime, hier ist Blaster. Die Decepticons bombardieren Autobot City. Wir kriegen schwer was ab. Zuerst knacken wir die Schale und dann knacken wir die Nüsse, die drin sind. Hey, rette dich, Blaster! Bring dich in Sicherheit! Auf keinen Fall! Denen zeig ich's! Hinterher! Funkspruch bekommen? Das hoffe ich. Denn falls nicht, haben wir hier keine große Chance mehr rauszukommen. Decepticons, wo man hinsieht, überall Decepticons. Vor den Mauern, vor den Toren, in der Luft, überall Decepticons. Egal, wo man sie abschießt, überall tauchen sie wieder auf. Sie sind überall zugleich. Blaster!
müssen das Katapult auf seinen Platz stellen. Megatron startet seinen Großangriff und wir müssen so schnell wie möglich zurückschlagen. Warte, Springer, ich komme. Ich bin schon da. Und so, gleich. Ich dachte schon, ihr schafft es nicht mehr, in die Stadt reinzukommen. Ich habe nicht für eine Mikrosekunde daran gezweifelt, dass wir es schaffen. Dann hast du wohl die Situation nicht ganz begriffen. Das war's. Constructicons, bildet eure Vernichtungseinheit! Cap, Hot Rod, da! Der Vernichter! Wir sind gekommen, um euch zu vernichten! Ich habe heute wirklich noch was Besseres vor, als zu sterben! Durchbrochen. Jetzt kann die Vernichtung beginnen. Dinobots, zerstört den Vernichter. Ich, Grimlock, liebe die Herausforderung. Dinobots, transformiert euch. Megatron aufhalten. Leben und einer wird sterben. Willst du dein Leben wirklich so leichtfertig wegwerfen? Diese Frage solltest du dir lieber selbst stellen, Megatron. Nein, ich zermalme dich mit meinen bloßen Händen. Ich muss Prime helfen. Nein, halt dich da raus. Das ist Primes Kampf. Jetzt werde ich dir dein Licht ausblasen. Mach ihn fertig, Prime. Bring ihn um. Ich gebe auf, Optimus.
Optimus Prime! Hab Erbarmen! Ich flehe dich an! Du, der du selbst kein Erbarmen kennst, jetzt bittest du darum. Ich dachte, du seist von einem anderen Kaliber. Oh nein, Megatron! Geh aus der Schusslinie, Hot Rod! Prime, jetzt ist Schluss mit dir! Auf diesen Augenblick habe ich seit einer Ewigkeit gewartet. Jetzt stirbst du, Optimus Prime! Niemals! Optimus, bitte vergib mir. Nun, wie fühlst du dich jetzt, mächtiger Megatron? Astrotrain, transformier dich und dann bring uns hier raus! Du darfst mich nicht verlassen, Soundwave. Wie du befiehlst, Megatron. Ziehen sich zurück. Prime hat es geschafft. Er hat uns alle gerettet. Astrotrain! Flieg los! Ich fürchte, seine Verletzungen sind so schwer, dass er sterben wird. Prime, du darfst nicht sterben! Ihr dürft nicht trauern. Schon bald werde ich eins sein mit der Matrix. Prime. Alter Magnus. Dich, mein alter Freund, reiche ich die Matrix der Führerschaft weiter, wie sie einst an mich weitergereicht wurde. Aber Prime, ich bin nur ein einfacher Soldat. Ich bin der Matrix nicht würdig. Das war ich damals auch nicht, aber eines Tages wird sich ein Autobot aus unseren Reihen erheben und die Macht der Matrix anwenden, um so unsere dunkelste Stunde zu erreichen. Bis dieser Tag kommt, bis wir alle eins sind. Thank you.
Ballast abwerfen, sonst schaffe ich es nicht bis Cybertron. Hört, meine Decepticons! Astrotrain hat mich darum gebeten, dass wir unseren Ballast abwerfen. In diesem Fall bin ich der Meinung, dass nur die Funktionsfähigen überleben. Ist noch irgendjemand dieser Meinung? Ja! Und dagegen? Wir! Die Mehrheit ist dafür! Raus hier! Macht Platz für uns! Wie es mich schmerzt, dies tun zu müssen. Warte, ich bin noch voll funktionstüchtig. Was du nicht sagst. Starscream! Nun, da Megatron jetzt, wie soll ich sagen, von uns gegangen ist, schlage ich mich als den neuen Anführer der Decepticons vor. Nein, die Constructicons bilden den Vernichter, den stärksten Roboter der Decepticons. Uns gebührt die Führung. Soundwave ist viel hochwertiger. Constructicons sind nur minderwertig. Du wagst es uns minderwertig zu nennen? Niemand folgt freiwillig einem so langweiligen Roboter wie dir. Hey, niemand nennt Soundwave ungestraft langweilig. Ja, das muss bestraft werden. Constructicons, vereint euch! Niemals! Befiehlt Megatron. Dann freut es mich, der Erste zu sein. Was willst du von mir? Höre meinen Befehl. Deine Aufgabe ist die Zerstörung der Autobot-Matrix der Führerschaft. Sie ist das Einzige im ganzen Universum, das ich mir in den Weg stellen kann. Dann hast du nichts mehr zu befürchten. Ich habe Optimus Prime im Kampf mit meinen bloßen Händen zermalmt. Du übertreibst. Auf jeden Fall ist er tot und die Matrix ist mit ihm gestorben. Nein, in Wahrheit bist du ein Narr. Die Matrix wurde an einen neuen Anführer weitergereicht. An Alter Magnus. Zerstöre sie. Warum sollte ich das tun? Was hätte ich davon? Deine Verhandlungsposition ist äußerst ungünstig. Aber wie du willst, ich werde dir einen neuen Körper geben und neue Truppen, die dir unterstehen. Und weiter? Nichts weiter. Du gehörst jetzt mir. Du irrst dich. Ich gehöre niemandem. Dann habe ich dich wohl falsch eingeschätzt. Zieh weiter auf deinem Weg in die Vergessenheit. Ach, nein! Ich nehme deine Bedingungen an! Ich nehme sie an! Ausgezeichnet! Scrooge, der Fährtensucher, und seine Jäger, die Sweeps. Cyclonus, der Krieger, und sein Geschwader. Und dies ist dein Raumschiff.
Und nun ans Werk. Zerstöre die Matrix der Autobots. Oh ja, jetzt werde ich Ultra Magnus und jeden einzelnen seiner Autobots aufreißen, bis die Matrix gefunden und zerstört ist. Auf zum Cybertron! Zerstöre die Matrix. Fahrt nun mit der Zeremonie fort. Meine Geliebte. Decepticons! Als euer neuer Anführer werde ich... Wer wagt es, meine Krönung zu unterbrechen? Was denn für eine Kröne, Starscream? Das ist eine billige Komödie! Megatron, bist du's wirklich? Hier ist die Antwort! Sonst noch jemand Anführer der Decepticons werden? Wie hat er gesagt, ist sein Name? Ich bin Galvatron. Lang lebe Galvatron! Galvatron! Wo kommt der denn her? Ist auch ganz egal. Ich möchte lieber wissen, wo der hin will. Meldung an Erde! Wir haben hier ein großes Problem! Hallo Erde! Meldet euch! Meldet euch! Hallo Erde! Melden! Ich empfange ein Funksignal! Hier ist Jazz, ein seltsam aussehender Planet, ist auf Kollisionskurs mit Cybertron. Und er greift gerade Mondbasis 1 an. Jazz, Cliffjumper. Wir müssen starten, wenn wir überhaupt noch können. Zündung an und Start! Jazz, wir kommen hier nicht weg. Hier sind Spike und Bumblebee. Wir melden uns von Mondbasis 2. Dieses Ding, dieser Monsterplanet, hat soeben die Mondbasis 1 in Stücke gerissen. Jetzt hat er Richtung auf uns genommen. Wir versuchen, ihn aufzuhalten. Aber ihr müsst schnell hierher kommen. Wir können nicht mehr lange... Dad! Bumblebee, aktiviere die Sprengladungen. Wenn ihr das nicht aufhält, dann hält ihn gar nichts auf. Zündung scharf gemacht. Machen wir, dass wir hier wegkommen. Schnell! Gleich fliegt alles in die Luft! Sieh mal, er hat nicht mal einen Kratzer abbekommen. Was sollen wir jetzt machen? Wir kommen nicht weg! Er saugt uns ein! Wie kannst du es wagen? Cybertron und all seine Monde gehören allein mir! Vergiss nicht, wir gehören ihm. Ich gehöre niemandem! Ich werde gehorchen!
Autobots. Geht an Bord der Shuttles. Diese neue Bedrohung ist gefährlicher als alle Decepticons zusammen. Wir müssen diesen Planeten zerstören, bevor er Cybertron verschlingen kann. Aber was ist mit meinem Dad? Er ist noch auf der Mondbasis zwischen dem Monsterplaneten und Cybertron. Daniel, wir tun für deinen Vater, was wir nur können. Und was machen wir, wenn wir dort sind? Wenn das Ding Monde zermalmt, haben wir keine Chance. Vielleicht kann es die Matrix aufhalten. Ja, das kann sie. Was verstehst du denn davon? Ich habe es einfach im Gefühl. Seht nur! Die Shuttles! Ich, Galvatron, werde dich zermalmen, so wie Megatron Prime zermalmt hat! Bei dem Versuch wirst du sterben, so wie Megatron gestorben ist! Oh, dieser Autobot, Müll! Soll ich Alpha Magnus auseinandernehmen? Es gibt genug andere Autobots! Ultra Magnus gehört mir! Bleib dicht bei mir, Daniel! Und du bleibst besser nah bei mir! Nein, ich glaube, du bleibst besser bei mir! Lieber Dino, guter Dino, süßer Dino, geh bitte in das Raumschiff! Willst du nicht in das Raumschiff gehen? Bitte, bitte, bitte! Nur der Bravo, geh in das Raumschiff! Geh endlich in das Raumschiff! Ich bin Grimlock und nicht lieber Dino! Ich hau dir gleich aufs Blech! Die Dinobots in das Shuttle. Das versuche ich ja die ganze Zeit. Ich weiß, dass wir nicht wegfliegen können, wenn ich sie nicht reinbringe. Also muss ich sie reinbringen, damit wir wegfliegen können. Aber es ist unmöglich. Es geht nicht, es geht nicht. Schön, vergiss es. Cap, Hot Rod, bringt die Dinobots an Bord und dann nichts wie weg hier. Rein in das Shuttle. Das erinnert mich an die Schlacht auf Alpha 9, als die Petro-Rabbits ihren Grimlock, nimm doch die Schnauze aus meinem Gesicht. Aber ich, Grimlock, liebe Caps Kriegsgeschichten. Du erlebst gerade eine mit. Um Cybertrons Willen, schalt die Triebwerke ein. Erzähl Grimlock noch mehr von den Petro-Rabbits Geschichten. Dir gebe ich gleich Petro-Rabbits. Los geht's. Selben Boot, Daniel. Okay. Aber werd ja nicht raumkrank, sonst gehst du zu Fuß weiter. Beeilung! Warte, Ultra Magnus! Ach, sie ist noch draußen! Spring! Das war knapp. Ob du es glaubst oder nicht, aber das war noch der angenehme Teil. Ich gratuliere, Autobots. Die sind wir los. Ruht euch jetzt aus. Ich kann mich noch erinnern, der Staub vor Beta 4 war so dicht, dass wir Scheibenwischer für unsere optischen Sensoren benutzen mussten, um etwas zu sehen. Ich, Grimlock, weiß Bescheid über Scheibenwischer. Ich will den guten Teil der Geschichte hören. Den guten Teil, Kraft! Erzähl's gut, den guten Teil! Okay, okay. Also, der Staub war richtig dicht. Ja, und dann kam dieser riesige Ikjak. Er stampfte und trampelte den Berg herunter. Aus seinen Nüstern schlugen helle Flammen hervor. Und ich dachte schon, Kap! Meinst du nicht, wir haben was Besseres zu tun, als alte Geschichten zu erzählen? Was zum Beispiel? Zum Beispiel müssen wir überlegen, wie wir unsere Freunde retten. Und natürlich Cybertron. Nein, erzähl die Geschichte. Ja, wir wollen die Geschichte hören. Erzähl die Geschichte. Auszeit, Auszeit, Auszeit. Thank you.
wieder. Genau wie die Fledermäuse von Dromedon. Wie habt ihr die besiegt? Ich versuche mich gerade zu erinnern. Bei diesem Kampf hatten wir schreckliche Verluste. Ach ja. Durch Polaritätsinversion. Sie kommen zurück. Okay, das haben wir überstanden. Die Frage ist, ob wir das auch überstehen werden. Cyclonus! Transformieren und angreifen! Ich verliere die Kontrolle! Wir stürzen ab! Cap und Hot Rod sind gerade abgestürzt. Darum können wir uns jetzt nicht kümmern. Mach dir nichts vor, Magnus. Die Decepticons werden uns so lange verfolgen, bis wir alle tot sind. Dann geben wir ihnen genau das, was sie haben wollen. Mach dich bereit zum Notausstieg. Das ist viel zu gefährlich. Haben wir eine andere Wahl? Vernichtet. Ausgezeichnet. Und mit ihnen die Matrix. Unicron, warum? Bring mich zu Unicron! Bring mich hin! Nötig, dass wir sie 3/4 unseres Schiffes haben sprengen lassen? Da sie sonst alles gesprengt hätten, glaube ich, haben wir so das Bessere losgezogen. Aber wie sollen wir in diesem Wrack weiterfliegen? Perceptor, suche einen geeigneten Platz für die Reparatur. Die Gammawellen in diesem Teil des Universums beeinträchtigen unsere Ortungsinstrumente, aber... ich glaube, ich bin fündig geworden. Der Müllplanet liegt in dieser Gegend. Dann nichts wie hin. Ist niemand hier? Hilf mir! Reparier mich! Natürlich, Kap. Sofort.
zum Aufprall. In Ordnung. Sag doch was. Erinnert mich daran, dass ich den Autopiloten genauer einstelle. Daniel? Ich bin okay. Lasst uns versuchen, das Ding zu reparieren. Kann ich euch helfen? Ist nicht sehr angenehm da draußen. Wenn Daniel das hier anzieht, kann er uns sehr wohl helfen. Das war Spikes Exo-Anzug. Dads Exo-Anzug. Davon hat er mir erzählt. Hier, probier ihn an. Jetzt versuch zu laufen. Komm schon, du kannst es. Überleg dir ganz genau, was du willst, bevor du es in Angriff nimmst. Es ist ziemlich schwierig. Nur fleißig weiter, dann kriegst du den Bogen schon raus. Schluss jetzt mit der Vorführung. Wir haben etwas zu tun. Das muss der größte Müllberg des Universums sein. Halt, du Dieb! Wir heißen euch Fremde herzlich willkommen! Mit dem besonderen Verwöhnaroma. Sogar mit Geld-Zurück-Garantie. Das Angebot gilt nur für begrenzte Zeit. Die Operateure stehen schon bereit. So, das war's. Na, was meinst du? Bei allen Pannen, die es im Universum nur geben kann, du hast etwas vergessen. Auf keinen Fall, du bist nur noch ein bisschen steif. Wie dem auch sei, auf jeden Fall hast du gute Arbeit geleistet. Es ist fantastisch. Wirklich? Ja, du hast sogar das Quietschen an meiner Rotationsachse beseitigt. Jetzt suchen wir die Dinobots und dann verschwinden wir von diesem Planeten. Halt! Provozier sie nicht! Ich benutze den universellen Gruß. Den universellen Gruß? Pass auf! Die fressen mir gleich aus der Hand! Bavib Grana Vib Nini Bong! Bavib Grana Vib Nini Bong? Bavib Grana Vib Nini Bong! Siehst du, der universelle Gruß funktioniert jedes Mal. Jetzt bieten wir ihnen Energonwürfel an. Aber ohne hastige Bewegung. Das wird aber ziemlich teuer für uns. Keine Angst, die werden sich schon revanchieren. Du hast doch gesagt, sie würden sich revanchieren. Ich hab nichts mehr. Nichts mehr da. Das erinnert mich an die Salpeter-Sklavenminen auf Golgonna 7. Dich erinnert jeder Ort an einen anderen Ort. Alles reine Erfahrung, das solltest du schätzen lernen. Die hat uns bisher viel genützt. Hey, was geht denn da oben vor sich? Sind eure kaiserliche Majestät schon zu einem Urteil gekommen? Ja, in der Tat. Schuldig oder unschuldig? Unschuldig. Verfüttert sie an die Sharktigons. Wir sollten uns ein anderes Reisebüro suchen. Ich möchte wissen, wo wir hier sind.
Das ist die Welt der wilden Jacktikons und ihrer grausamen Herren der Quintessenz. Ich bin Kranitz. Mein Planet wurde von Unicron zerstört. Unicron? Wer ist Unicron? Ein Planet, der alles auf seinem Weg durchs Universum verschlingt. So heißt also dieser Planet. Nein, nein, bitte nicht! Ich bin doch der letzte Überlebende meiner Art! Nein, nein, nein! Lasst ihn! Ihr werdet bald euer Urteil erfahren. Ist eure kaiserliche Majestät zu einem Urteil gekommen? Ja, in der Tat. Schuldig oder unschuldig? Erspart mir dieses lächerliche Schauspiel der Justiz! Ich wiederhole, schuldig oder unschuldig? Unschuldig! Oh, oh! Oh, oh! Ich hoffe, dass mir dieses Ende erspart bleibt. Ich kann nichts entdecken. Aber ich, Grimlock, bin sicher, dass Hot Rod und Cap in der Nähe sind. Und ich, Snake, sage, du redest einen Haufen Blödsinn. Oh. Und ich, Grimlock, sage, dass du sehr viel mehr Blödsinn redest. Oh. Du redest ungeheuer viel Blödsinn. Umdrehen, Freunde sehen. Wer hat das gesagt? Freunde sehen! Guckst falsch herum. Ich sage, du bist dumm. Ich, Grimlock, dumm? Jetzt richtig rum. Jetzt nicht mehr dumm. Ich, Grimlock, sage, du gefällst mir nicht. Warum hast du mir auf meine Nase geschossen? Willy sagt, will Freunde sehen. Und ich, Grimlock, sage, lass uns gehen. Unicron, aus welchem Grund folterst du mich? Weil du versagt hast. Nein, Unicron. Ultra Magnus ist tot und die Matrix ist zerstört. Die Matrix ist noch nicht zerstört. Und Ultra Magnus lebt auf dem Müllplaneten. Such ihn, reiß ihn in Stücke und dann zerstöre die Matrix. Achte darauf, dass die Passstücke fest angeschweißt sind. Absolut sicher, anders würde ich gar nicht machen. Gar nicht machen, gar nicht machen, nein. Wow, dieser Exo-Anzug ist einfach fantastisch. Ich glaube, so langsam kann ich damit umgehen. Vorwärts! Holt euch den feinen Kaffeegenuss! Wer ist das? Decepticons! Wir müssen sie ablenken und dann zurück zum Shuttle! Das Shuttle ist vernichtet! Was soll ich tun? Transformieren, transformieren, von du bist beschossen! Transformieren! Da, die menschliche Bazille! Transformieren! Da unten sind sie! Zum Angriff! Schnell, sucht euch Deckung! Ich versuche, die Kraft der Matrix freizusetzen! Bis wir alle eins sind!
bis wir alle eins sind. Öffne dich! Verdammt! Öffne dich! Prime, du hast gesagt, die Matrix würde unsere dunkelste Stunde erleuchten. Magnus, gib mir die Matrix! Niemals! Swips, löscht ihn aus! Stirb! Stirb! Unicron, mein Meister. Mit der Kraft der Matrix mache ich dich zu meinem Sklaven. Bevor seine kaiserliche Majestät ihr Urteil verkündet, wollt ihr vielleicht noch um euer Leben flehen. Manchmal ist es hilfreich, aber nicht sehr oft. Ich kann mich nicht transformieren. Versuchsweise. Oder ich verurteile euch alle wegen Missachtung des Gerichts. Ich habe nichts anderes als Verachtung für dieses Gericht übrig. Schuldig oder unschuldig? Unschuldig. Wir haben mehr Schrastikons, als wir Photonenladungen haben. Dann veranstalten wir ein Crash hin. Aber sieh mal da, da sind noch mehr von diesen Kühlergrillbrechern. Ah! Wir können das hier nicht ewig durchhalten, Kap, aber wir können ihnen gehörigen Schaden zufügen. Ich hätte nie gedacht, dass ich mal froh sein würde, diesen großen Blechhaufen zu sehen. Ich, Grimlock, bin kein Blechhaufen, sondern ein König! Taktikans, richtet sie hin! Ich, Grimlock, sage, richtet sie hin! Ich glaube, dass die Probleme auf diesem Planeten sehr bald gelöst sein werden. Ja, aber was ist mit unseren Problemen? Wir brauchen ein Schiff. Wunsch wird wahr, wenn ich mitfahre. Wer bist du denn? Er heißt Willy. Er ist ein Freund. Wenn der Junge uns ein Schiff besorgt, ist er auch mein Freund. Schiff ist da. Ist doch klar. Das soll ein Schiff sein? Ist doch egal, wie es aussieht, solange es fliegt. Ultra Magnus. Ohne die Matrix keine Hoffnung, keine Hoffnung, keine Hoffnung, nie mehr. Erst Prime und jetzt Ultra Magnus. Was sollen wir denn tun? Seht mal! So, jetzt kommt Runde 2. Jetzt wird es Zeit, das Spiel zu beenden. Jetzt kommt Runde 2.
Ist nicht schwer. Kunst besteht darin, sie am Boden zu halten. Sie sind unzerstörbar und sie sind überall. Ihr kommt rein, aber nicht wieder raus. Freundliche Begrüßung. Die, die sie tragen, sind auch nicht gerade freundlich. Wie hieß doch gleich wieder die universelle Grußformel? Schon gut, ich weiß es wieder. Bra, wie Grana, wieb, nini, bong. 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 Grimlock ist ein König! Einen schönen guten Tag. Bitte schließen Sie die Abdeckung, bevor Sie zuschlagen. Reap, Dritt, Aruti, das sagen euch die Junkians. Wo habt ihr denn gelernt, so zu sprechen? TV. Wir sprechen TV. Sprecht ihr auch TV? Ich kann ein bisschen TV. Und jetzt sehen Sie Nachrichten. Bleiben Sie auf diesem Kanal. Wir haben euch etwas mitzuteilen. Euer zerlegter Freund entsteht wieder neu. Mit 3-Monats-Garantie. Nini Bong. Wir wünschen gute Fahrt. Nichts ist unmöglich. Ihr seid alle am Leben, aber die Matrix, sie ist weg. Und mit ihr all unsere Hoffnung. Nein, nein! Galvatron hat sie! Wo ist Galvatron? Wo ist er? Und die Antwort lautet... Unicron! Dann müssen wir Unicron zerstören! Ja, Freunde, zerstört Unicron! Zerstört diesen Planeten! Dieser hartnäckige Schmutz muss entfernt werden! Alpha Stern! Schnell, Beeilung! Der Ausverkauf beginnt! Kommen Sie und testen Sie das neueste Modell! Rufen Sie jetzt an! Ein neues, noch schnelleres Junkion-Schiff! Mit Seitenaufprallschutz und Turboantrieb! Zerstört Unicron! Vernichtet diesen Planeten! Dieser hartnäckige Schmutz muss entfernt werden! Ja, zerstört Unicron! Vernichtet diesen Planeten!
Unicron! Unicron, antworte mir! Sieh her! Die Matrix! Jetzt besitze ich das, was du am meisten fürchtest! Du wirst mir gehorchen! Oder du wirst meinen Zorn spüren! Du unterschätzt mich, Gabertron! Cybertron zu verschonen. Aber nun wirst du Zeuge seiner Vernichtung. Nein! Decepticons, wir werden angegriffen. Alarmstart! Erinnert dich das an irgendwas, Cap? Nein. Sowas wie das habe ich vorher noch nie gesehen. Was ist mit Mondbasis 2 passiert? Wo ist mein Dad? Das werden wir herausfinden. Reinstes Teflon, garantiert resistent gegen Feuer, Regen und Korrosion für 5 Jahre. Wir garantieren vollste Zufriedenheit. Oder Sie bekommen Ihr Geld zurück. Keine Ahnung, aber ich hoffe, er ist ihnen entwischt. Schnell, hier entlang! Dir nichts nützen, Autobot. Sie lässt sich nicht öffnen. Bestimmt nicht von einem Decepticon. Ob du willst oder nicht, wir sind jetzt Verbündete gegen einen gemeinsamen Feind. Vernichte ihn, Gelbertron, sofort. Oder ich werde dich statt seiner vernichten. Ich gehorche, großer Meister. Du armseliger Autobot, du hast nicht mal halb so viel Mut wie Optimus Prime. Ah!
dich in den Hintern treten! Nun braucht Grimlock eine neue Strategie. Nein! Hilfe! Daniel! Autobot! Irgendwann müssen wir alle einmal sterben. Heute nicht, Galvatron! Optimus Prime, dann Ultra Magnus. Und jetzt du! Ein Jammer, dass ihr Autobots so leicht zu vernichten seid. Sonst hätte ich Grund, eine gewisse Befriedigung zu verspüren. Steh auf, Optimus Prime. Optimus! Nein! Jetzt bist du am Ende deines Weges angelangt, Galvatron! Endlich erleuchtet sie unsere dunkelste Stunde. Thank you.
Springer, was geht hier vor? Für Erklärungen ist jetzt keine Zeit. Wir müssen hier raus. Seht mal, da! Autobots, transformiert euch und dann weg hier! Ich wusste doch, dass du das Zeug dazu hast. Zerstören. Ihr könnt mich nicht zerstören. Mich nicht. Sie soll das Ende des Krieges auf Cybertron sein. Mögen wir uns alle auf ein neues Zeitalter von Frieden und Glück zubewegen. Bis wir alle eins sind! Bis wir alle eins sind! Die Schlacht ist vorüber. Aber die galaxisumspannenden Abenteuer der Transformers werden weitergehen. Und der größte Autobot aller Zeiten, Optimus Prime, wird zurückkehren.